Ja, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, Spyderco-Messer kann man ja fast immer kaufen. Die kennen ja preistechnisch momentan nur einen Weg und zwar den nach oben zur Decke raus. Dann greift man halt zur hauseigenen Bird-Serie, ne? Denn die haben auch coole und praktische Messer im Programm, die man halt noch für unter 40 Euro bekommen kann, ne? Zum Beispiel hier das Rescue 2 Karakara, ne? Mit FRN-Griffschalen mit der Nummer BY17SBK2. Von der Größe her so Delica-Geschichte und halt mit diesem abgefahrenen coolen Griff, ne? Der sieht zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber der hat wirklich sehr gut Grip. Wir haben auf dem Griff draufstehen Bird Rescue 2, alles halt wegen schwarz, ne? Schwer zu erkennen. Auch wieder ein schön in der Mitte angesetzter Backlock. Schöne lange Brotmesserklinge, ne? Dauerwelle, Full Serrations. Und vorne schön abgerundet, ne? Zum irgendwo drunter fahren. Das Rettungsmesser, ne? Aber kann man natürlich auch universal für alles andere einsetzen, denn diese Spyderco Wellenschliffmesser, die hauen, das ist der Hammer. Also vom super soften Weißbrot, dass du sonst mit keine Messer geschnitten kriegst, brauchst du natürlich so ein Brotmesser, bis hin zu einem starken Seil kannst du mit diesen Teilen wirklich alles durchsägen wie nix. Liegt wirklich angenehm in der Hand, schöner großer Griff, ne? Selbst hier, wenn ich ihn normal halte, hat hier hinten noch ein weiterer Fingerplatz. Oder wenn man es hier, kann man ja in den Foregrip gehen, hier haben wir ja diese Fingermulde hier vorne, ne? Da hast du hier Platz nochmal, das ist in eine Halbhänder fast, also für große Hände geeignet. Gibt es natürlich auch den klassischen Ausführung mit der normalen Klinge, aber ich wollte mal so eins. Am Stahl haben wir hier den 80er 13 MOV, na, Spiegel da, jetzt sieht man es mal, und das etwas anders geformte Daumenloch, na, das ist vielleicht mehr so ein Vogelkopf, na, darum vielleicht auch Bird, aber cool. Natürlich von der Höhe geht es natürlich mit dieser Scharffußklinge, ne? Hat schon ganz schön Höhe, trägt aber nicht dick auf, relativ schmal. Robust ist es eigentlich auch, denn es hat ausgefräste und mit Stahlplatinen eingelegte Platinen drunter, leicht skelettiert. Spart nochmal ein bisschen Gewicht und für das, dass das Ding so riesig ist, ist es auch relativ leicht, ne? Wir haben hier eine 10 cm Klinge. Ups. 10 cm Klinge mit einer Gesamtlänge von fast 22 cm, 21,8. Ist also schon ein recht großes Taschenmesser, aber für die Größe leicht, wenn man es genau sehen, was es genau hat, und relativ schmal. Bringt auf die Waage genau 100 Gramm. Leichter, noch 8 Gramm leichter als ein Para 2. Das nehme ich immer so gern als Vergleich. Das kennen viele, haben viele schon mal in der Hand gehabt und ist mit 108 Gramm, nur etwas über 100 Gramm. Das ist ein schönes 100 Gramm Modell, 3,6 Unzen. Ne? Ja, preislich liegen die Teile halt, kann man die unter 40 Euro bekommen als noch so. 39,90 kosten die oftmals. Diese Karakara 2 Modelle dieser Größe mit den verschiedenen Klingen habe ich auch beim Bastian bei der Expedition Company gekauft. Selbst wenn er manchmal was nicht im Shop hat, einfach anschreiben, kann er organisieren. Was mir eigentlich ungefällt, hier von der Seite sind die Dinger alle so die Gewinde nieten. Von der anderen Seite haben wir schön alles vertorxt. Schön Spyderco Standard Clip, gefällt mir ganz gut. Gefällt mir besser wie der Drahtclip. Hier mit drei Schrauben und hier vorne eine etwas größere Klingenachsschraube. Und man sieht es auch schön vierfach umsetzbar, also nach jedem Tragewunsch links, rechts, Hand, links, rechts, Hosentasche, kann man das Ding umschrauben, wie man will. Geliefert wird so, rechte Tasche, tipp ab, meine bevorzugte Trageweise. Ja, cooles Rettungsmesser. Schade, dass bei uns hier der Paragraph 42a uns einen Strich durch die Rechnung macht, aber so ein Teil gehört eigentlich in jedes Auto rein, dass, wenn man mal wirklich sowas braucht, auch eine praxistaugliche Klinge dabei hat. Ne? Keine Spitze, aber dafür eine schöne große gerade Schneide mit einer
wirklich Rasiermesser, scharfen Wellenschliff schneide und die Dinger werden ja auch nicht stumpf, ne? Wir haben noch alte Brötchenmesser. Die hatten meine Eltern noch, bevor ich auf die Welt kam. Sind also über 40 Jahre haben die noch so alte Wellenschliff-Brötchenmesser, so die, sie haben so diese Solinger Vorgänger dieser bekannten heutigen Victorinox-Brötchenmesser mit so einem Wellenschliff. Und ich glaube, dass aller Stahl noch nicht so gut war wie heute in Stahl und in Stahlbehandlung. Und die Dinger sind bis heute scharf. Denn wenn was stumpf wird, sind es ja meistens nur die Spitzen, die ein bisschen abstumpfen. Aber innen, die Schneiden auf diesen Bögen, die sind ja eigentlich immer von irgendwelchen harten Untergründen geschützt und nutzen sich eigentlich durchs Schneiden des Schnittguts, das ja meistens immer weicher ist wie Stahl ist, selbst über Jahrzehnte hinweg nicht ab. Wenn man das Ding natürlich mit in den Wald nimmt und Buchenholz damit spaltet, jo, aber ich glaube, dafür ist so ein Taschenmesser auch nicht ausgelegt. Darum kommt immer die Frage, oh, so Wellenschliff nachschleifen ist ja so eine Sache. Also, wenn du das verwendest für normales Schnittgut, dann dauert das lang, bis du dir darüber Gedanken machen musst, eine Wellenschliff Schneide nachzuschärfen, also im normalen häuslichen Gebrauch. Oh, verdammt scharf. Selbst wenn man Fleisch schneidet, ne? Die Dinger werden nicht so schnell stumpf. Cooles Teil. Wirklich klasse in der Hand. Gut, dieses Chimping hier, es greift ein bisschen auf der Seite, ist jetzt aber nicht so. Wir haben hier noch ein bisschen. Aber wirklich. Tolle günstige Messer gibt es hier noch bei Bird in der Serie, ne? Schön. Schade, dass es da keine 42A-konforme Modelle gibt, ne? Aber ich denke, Spyderco wird sich da relativ wenig für so einen Markt interessieren. Und wenn sie 42er rausbringen, dann sind das meistens so kleine Messerchen, die halt auch für den englischen Markt geeignet sind, weil ich glaube, da haben die auch noch mit Klingenlängen ein Problem, ne? Da würde die mit 10 cm sowieso darüber sein. Aber wer auf der Suche nach einem Rescue Knife ist, vielleicht aber auch für sportliche Aktivitäten, ne? Alles was mit Booten und Wasser zu tun hat, ne, ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sowas hat. Bergsteigen, Klettern und so weiter und so fort. Wo es mal darum geht, wirklich schnell robuste Seile cutten zu müssen und will nicht so wahnsinnig tief in die Tasche greifen mit den Spyderco Salt Serie oder die anderen Modelle mit Wellenschliff. Zieht euch mal die Birds rein, vor allem hier dieses große Rescue 2. Okay, Leute, dann danke ich euch wieder mal fürs Reinzappen, Bewerten, Kommentieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haltet stets ein Taschenmesserchen griffbereit. Okay, Leute, bye bye. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hilbili.